und willkommen zurück auf meinem Kanal. No Man's Sky, unser Spiel, und wir sind hier am Blender glitchen. Das heißt, wir bauen so, wie es eigentlich sonst nicht geht. Das ist hier zum Beispiel die Treppe. Und die Treppe möchte ich euch heute zeigen. Treppe, wie langweilig? Nee, wir machen das Ganze natürlich mit Geländer. So, da habe ich nämlich schon mal die Treppe auch gebaut. Und das machen wir jetzt nochmal zusammen. Ich habe ja zwei Tore. Als erstes nehmen wir die Metallwand, wenn sie denn endlich da einrastet, wo sie soll. Ja, schon besser. Die brauchen wir zweimal und eine Bodenplatte einfach an die Wand dran. Geht ja ganz normal dran zu bauen. Dann nehmen wir die Pflasterung aus der Dekoration und wechseln zum Zylinder. Ja, da wir die Wand ja jetzt noch haben, geht das mit den Würfeln nicht. Und ja, dann nehmen wir doch halt einfach die Kugel. Wie ihr seht, die kann man dran bauen. Und jetzt einfach das Rohr dran. Oh, Moment, ja. Damit ihr es auch seht. Gut, Kugel und Zylinder wieder weg. So, dann den Zylinder ansetzen. Zentrierpunkt nach unten, dass er nach unten ausgerichtet ist. Dann dreht sich der Zylinder entsprechend und dann wechseln wir auf die Pflasterung. Dann können wir mit der Bodenplatte weitermachen. Das können wir eigentlich auch schon wieder wegnehmen. Da wir die Bodenplatte jetzt auf dem Kopf haben, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nicht auf den Kopf bauen. Noch einmal von der Pflasterung auf den Zylinder. Zylinder oben drauf. Und ja, nicht doch. Gleich zweimal, klasse. Gut, das Überschüssige gleich erstmal wieder wegnehmen. So, jetzt haben wir die Bodenplatte gedreht. Das heißt, oben ist jetzt auch wieder oben. Ja, mit der Bodenplatte geht es dann natürlich auch weiter. So, und wie ihr seht, das ist perfekt ans Tor angebaut. Dann brauchen wir wieder eine Wand, ist eigentlich völlig egal welche. Na, den lasse ich vielleicht doch nochmal. Man kann ja nie wissen. So, das hätten wir dann soweit. Dann gehen wir auf die... Ja, das ist eigentlich eine Rampe. Ich sage eigentlich immer Treppe. Sieht aus wie eine Treppe. Die müssen wir uns natürlich zurechtdrehen. Und dann wechseln wir zur halben Metallrampe. Also zur halben Treppe. Und die schräge Metallwand, so wie es hier, wie ihr es wahrscheinlich sowieso kennt, bauen wir dort an. Ja, bis dahin haben wir noch nichts geglitscht, also alles noch völlig normal. Und dann die kleine Metallwand direkt darunter gebaut. Okay.
Jetzt bauen wir uns das da auch noch hin und das werdet ihr gleich sehen, warum wir das da brauchen. Die Möglichkeit mit anderen Bauteilen, das mit dem U, was ich jetzt hier gebaut habe, wäre natürlich auch möglich. Es muss nur dieselbe Höhe haben. Oha. Kleine Gedankennotiz, das Tor das nächste Mal außer Betrieb nehmen. Denn es ist wesentlich lauter wie das, was ihr gerade selber hört. Im Nachhinein muss ich das immer ein bisschen leiser machen. Okay, also hier Mitte nehmen. Wir sind in den Elektronikteilen. Nehmen uns den Umkehrer, Energieumkehrer und wechseln dann auf das Kabel. So. Wie ihr seht, ist dann das Kabel direkt auf der kleinen Metallwand. Okay. Au. Gut. So, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Manches Mal klappt es natürlich nicht so, wie ich es gerne hätte, also sofort. Ich will hier auch wieder mit der Mitte raussuchen. Und mal schauen, hat das geklappt? Das sieht nicht danach aus. Nee. Okay. Da wir den Punkt schon haben, einfach noch mal probieren. Ja, von der Textur her, da ist der Punkt, den wir dafür benutzen können. Es ist sehr schlecht zu erkennen, sage ich einfach mal. Ja, und bevor ich das hier weiter Kabel auf Kabel lege, einfach nochmal das Kabel wegnehmen. Und den Punkt hinten gesichert, wo wir uns anschließen müssen. Ja, bei Sturm wollte ich nicht bauen. Es lässt sich alles sehr schlecht sehen und dementsprechend hatte ich hier auch den Cut gemacht. Am besten dann noch ein Kabel hier so drüber legen, wie ich euch das jetzt hier gerade zeige. Das hat einen bestimmten Grund, da komme ich auch gleich zu. Und hier brauchen wir nicht Mitte, da brauchen wir nur die Mitte, dann dass wir oben drauf sind und natürlich vom Schalter aufs Kabel wechseln. Zur Sicherheit einfach noch mal ein weiteres Kabel dorthin legen. Und hier machen wir den ersten Wireglitch. Ah, nein, nicht doch. Na. Kleiner Fauxpas haben wir gleich. Das lag daran, dass wir oder dass ich das Kabel, als es die schräge Verbindung noch gegeben hat, falsch rum angeschlossen habe. Bedeutet, ich habe das von der schrägen genommen und dann nein, andersrum. Ich habe es an die schräge angeschlossen und dadurch hat sich der Anschluss gedreht. Jetzt auf diese Weise. Dann bleibt er gerade, das heißt, dann wird er gerade. Und jetzt sollte es eigentlich dann auch funktionieren. Wenn es denn funktioniert.
hier wegnehmen. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Allerdings eine kleine Metallwand müssen wir jetzt hier noch oben drauf setzen. Wir sind ja auch an der Treppe um eine kleine Metallwand sozusagen gewachsen. Und ja, dementsprechend müssen wir das da auch nochmal hinbauen. Und das Kabel kann wieder weg. Das irritiert nur. Und na nee, das ist ungünstig. Au. Okay, dasselbe wieder. Mitte, Mitte. Und vom Schalter aufs Kabel. Idealerweise funktioniert es gleich. Wäre schön. Ne, das war nix. Nö. Leider auch nicht. Komm schon. Jetzt. Wunderbar. Da haben wir es doch endlich. Ja, wenn das Timing nicht ganz funktioniert, also mit dem Umschalten auf das Kabel und gleichzeitig dann drücken, klicken, wie auch immer, um dann das Kabel zu setzen, ja, dann wird es eben halt normal gesetzt, das heißt, es ist viel zu hoch, das brauchen wir nicht. Und schön wäre es natürlich, wenn es hier mal gleich funktioniert. Ah, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Ja. Okay. Dann noch fix gegenüberliegend. Wie gesagt, da brauchen wir nicht Mitte, Mitte, einfach nur die Mitte. Das reicht völlig hin. So richtig mittig. Das hat mir nicht so gefallen. Deswegen so eine Sicherheitsoption, einfach noch ein Kabel legen, ist nur dann sinnvoll, wenn es natürlich auch richtig ist. So, das sollte besser laufen. Ja. Ja, hier wieder von unserem vorherigen Kabel gehen wir auf unseren Anschluss, den wir brauchen, setzen uns die schräge Wand. Und am besten immer diagonal nehmen, nicht dass ein Kabel später mal in der Wand verschwindet. Das wäre ärgerlich, wenn man das extra wieder wegnehmen müsste. So, dann können wir auch die kurzen Wände wieder wegnehmen. Die da drunter auch. Und die Kabel brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Jetzt sieht das schon mal ganz gut aus. Das ist aber noch nicht so ganz das, was ich hier haben möchte. Metallplatten, die können wir direkt reinlegen, da brauchen wir nichts glitschen. Und die dünne Metallwand, die brauchen wir
Die müssen wir glitschen. Geht nicht anders. Wie ihr seht, das kollidiert. Und deswegen bauen wir die hier drunter. Kleine Bodenplatte, die nehmen wir wieder weg. Und hier wieder dasselbe. Wir brauchen den Schalter. Ja, damit ihr den Punkt besser findet, einfach nochmal im Menü ein Stück zurück. Dann habt ihr wieder nur den Zentrierpunkt. Reicht es also auch wieder nur die Mitte zu haben. Macht die Sache natürlich viel leichter. Und mal schauen. Denke das. Ja, das sieht gut aus. Hervorragend. So, ein zweites Kabel. Wir brauchen nur den Kontakt, den Anschluss. Deswegen ist es völlig egal, was wir dafür nehmen. So, die Bodenplatte können wir gleich wieder reinlegen. Wie ihr seht, das ist genau passig. Also, wir haben es gerade gebaut, das Kabel. Somit sollte auch unsere schmale Wand gerade werden. Okay. Da, dann kann dann nichts mehr passieren, dass ich versehentlich dann noch eine hinbaue. Hervorragend, da war es doch. Und gleich wieder die Kabel entfernen. Ja, sowas mache ich am besten gleich. Ich habe das schon oft genug vergessen. Und irgendwann stolpere ich wieder darüber. Und wundere mich, warum ich dieses Teil da gelassen habe. So, das würde ich sagen, färben wir noch einmal um in Rot. Ja. Okay, jetzt ist allerdings ein bisschen dunkel. Okay, dann werde ich in der Zeit noch mal schnell ein bisschen was bauen. Und zwar, ich möchte da ja auch stehen können. Und das machen wir am besten. So. Das ist jetzt eh einmal provisorisch, das heißt, das kommt später wieder weg. Ich werde das etwas anders machen mit der Plattform, die ich jetzt hier baue. Aber man kann es machen. Also, das sieht auf jeden Fall gut aus. Und vielleicht brauche ich es ja doch, dass ich von dort aus mir etwas anderes zusammenbastle. Ja, schade jetzt. Naja, gut. Machen wir gleich.
So, dann huschen wir da einmal jetzt rüber. Ja. Ja, ich möchte euch das Ganze hier natürlich zeigen, wenn es hell ist. Deswegen hatte ich gesagt, ich baue noch ein bisschen, bis es wieder hell ist. Einfach um die Zeit zu überbrücken. Und ja, Jay, das ist immer noch ein Weg hinweg. Gut, haben wir. So, einmal drehen. Wir wollen ja, dass alles gleichmäßig sitzt. Ja, die kurze Metallwand, die bauen wir uns hier noch an. Oh. Nein, vor Schreck nach unten gebaut. Tja, dann müssen wir das natürlich komplettieren hier. Sehr schön. Allerdings in Rot, alles rot, das ist nicht so gut. Ich würde es lieber in Schwarz abgesetzt haben. Also einmal umfärben. Ja, da hinten auch vergessen. Naja, später. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Tageslicht. So, Licht ist an. Okay, also bei Tag sieht das schon mal wieder ganz anders aus. In Beleuchtung natürlich auch sehr schön. Ja. Ja, prima. Okay, das ist alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Und hier hinten, das sieht auch sehr gut aus. Ich muss nicht das Tor außer Betrieb nehmen, so lange, wie ich hier am Bauen bin. Rundgang. Ja, sitzt perfekt. Wunderbar. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt dann aber noch mit. Kommentiert und bewertet. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.